Na, Erfolgserlebnis gehabt, Philipp? Teil uns doch dein Ergebnis mit. Herr Lehrer, der Computer Nummer 9 ist wieder abgestürzt. Warum ist der Computerraum eigentlich so selten zugänglich? Ey, da haben die schon neue Rechner und die sind nie zugänglich. Soll man da vernünftig arbeiten können? Immer wegen Wartungsarbeiten. Kannst du mir mal das Programm für meinen Geografieunterricht installieren? Nein, geht nicht. Ich muss erst das System reparieren. Wir suchen euch! Ingenieure braucht das Land. Gut ausgebildete, qualifizierte Ingenieure. Wo seid ihr? Naja, ohne jegliche Informatikkenntnisse kommen sie heutzutage nicht mehr weit. Der Computer wegen bleibt mir keine Zeit mehr für meine Unterrichtsvorbereitung. Und der Pflaum ist dabei doch der Einzige, der sich mit den Rechnern und dem System auskennt. Und der ist 2 Wochen krankgeschrieben. Super. Übrigens, wir haben neulich eine tolle neue Software bekommen von MTS Reinhardt. Das hat den Unterricht an unserer Schule wesentlich erleichtert. Ja, habe ich von gehört. Aber unser neuer Schulleiter muss für diese Software extra Geld beim Schulträger beantragen. Aber für eine wirklich gute pädagogische Netzwerkmanagement-Software gibt es kein Geld. Jetzt sollen 10 neue Rechner angeschafft werden. Ich frage mich, für wen? Zugang zum Computerraum hat ja nur Herr Pflaum, der seine Kompetenz für sich behält. Außerdem schaffen die Schüler es immer wieder, die Computer zu schrotten. Neulich habe ich 2 Schüler während einer Übungsaufgabe dabei erwischt, wie sie auf einer Pornoseite surften. Das ist aber nicht, was meine Wähler wollen. Und bald ist ja wieder Wahlkampf. Vergiss das nicht, liebe Schwester. Mach dir um meine Stimme keine Sorge. Ich werde, was mir wichtig erscheint. Doch überleg du dir zuerst, was du für deine Kinder wollen würdest. Das Gleiche wollen deine Wähler auch. Auch sie haben Kinder. Und jeder normal denkende Mensch wünscht sich für seine Kinder das Gleiche. Eine gute, qualifizierte schulische Ausbildung. Ich für meinen Teil werde Tim anregen, das Thema auf einen Elterninformationsabend anzusprechen. Da wird sich ja zeigen, was deine Wähler wirklich wollen. Eine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt. Und das beginnt eben bereits in der Schule. Du musst tun, was deine Vernunft für richtig hält. Du musst tun, was deine Vernunft für richtig hält. Mm-hmm.